Je mehr ich predigte, desto weniger hörten sie mir zu. Sie waren Gesetzlose geworden, die auf mein Urteil nichts mehr gaben. Kein Wort mehr darüber, unsere Farm in Georgia wieder aufzubauen. Wir warteten und warteten auf Juarez' Rückkehr. Schließlich erzählte Ray von Marissas Versprechen, mit ihm durchzubrennen, sollte er das Medaillon bekommen. Er würde das Gold und das Mädchen nehmen, prahlte er, und keiner würde ihn aufhalten können. Thomas sagte kein Wort, aber ich konnte das Feuer in seinen Augen sehen. Schweigend ritt er fort. Ray wusste nicht wohin, doch ich wusste es genau. Ja, ich könnte mir was denken, ich sage es jetzt aber nicht. Und erstmal willkommen wieder zurück. So. Na, was geht denn jetzt ab hier? Hast du mir was zu sagen? Du solltest nicht hier sein, wenn die Männer... Dachtest du, ich würde nichts merken? Wovon redest du? Du weißt genau wovon. Du hast dich für das Gold an Ray verkauft. Ich habe mich an niemanden verkauft. Ich habe nur gesagt, er kann sich das Medaillon gern nehmen. Für sich selbst oder für dich? Für uns beide. Für uns alle. Und was ist mit Juarez? Ray sagt, er wird ihn töten. Er ist nicht der einzige McCall, der gut schießen kann. Bitte tu das nicht. Ich will nicht, dass dir etwas passiert. Aber wenn Ray drauf geht, das ist okay. Ray liebe ich nicht. Na? Hat man das nicht schon mit der Gouvernantin schon gehabt? Beziehungsweise die Tochter vom Sheriff? Dieser alte Romantiker. So, wir spielen wieder mit Ray. Weil, wie gesagt, mit dem kommen wir am besten klar. Also nutzen wir ihn auch. Ich habe wieder mal noch etwas Zeit. Ja, dann schauen wir hier mal rein. Yeah. Sehr guter Schnelllader. Ich glaube, wir werden uns noch ein bisschen... Sehr gutes Gewehr. Joa. Ich würde sagen... Nein. Ist es? Ist der Vulcano? Oh, so muss uns Vulcano... Oh, das bin ich aber... Das ist... Der Vulcano, das ist... Dauert zum Nachladen ein bisschen länger. Nein, nee, ich bleibe... Doch, vielleicht ja, nein. Durchschlag. Da fehlen 2 Punkte. Sehr hohe Feuerrate, aber dafür nicht so viel Durchschlag. Ich glaube, der Vulcano wäre eher etwas für den Bereich Thomas. Braucht ihr Waffen? Sehr gut. Wir brauchen jetzt 1600. Was haben wir denn so im Angebot? Hm, wir haben doch hier auch... Ah, die hängen da drinnen alle, heute. Die besten Pistolengewehre in diesem Teil Arizonas. Für 100, für 200. Wieder für 100. Was kostet uns der zweite? Hm, was ist er denn jetzt? Wie kann ich 500. Euch helfen? Komm, dann nehmen wir den mit. Zack, wir machen den Auftrag erstmal schnell. So, müssen wir in die Richtung. Gut. Beschütze die Gleisarbeiter. Ja, dürfen wir vielleicht einigermaßen hinkriegen. Weil ich möchte der von und zweiten haben einen sehr guten Schnelllader. Wir hätten den Vulcano genehmen können. Der Vulcano hatte auch seine Vorteile. Aber, wie gesagt, er hat eine gute Durchschlagskraft, hat auch 12 Schuss. Aber wiederum, für Thomas ist eher, Ray ist eher Bereich. Augen offen halten, Bruder. Die Indianer sind überall. Die scheinen einfach aus dem Nichts zu kommen.
Alles klar. Aber für ihn ist der Schnelllader am besten eigentlich. Da ist er. Stirb, du Indianer! Wo denn? Wo denn? Ah, Scheiße. Deckung! Ah, gut, dass wir die Thomas hier gewählt haben. Wo ist er denn? Ach, da ist er! Was greifen sie an? Wir müssen da rüber. Oh, da wird mir gerade... Oh, da wird mir schon beim Hingucken gerade schon schlecht und schwindelig. Alter! Ah, wo ist denn der nächste? So, wo geht's denn weiter denn? So, die holen wir auch noch, ist schon da weg. Auftrag erfüllt. Wenig Munition. Und nochmal 200 erhalten, das ist auch schon schön. Damit dürfen wir uns den zweiten Revolver leisten können. Weil er schnell ladet, das ist ja... Von ein sehr guter Schneller. Ihr habt ja gesehen, was gerade schon der Unterschied zwischen den beiden ist. Ist ja schon reinste Wonne gewesen. Und von dem Gold sieht doch besser aus als Silber. Also ich könnte freiwillig... Oh, was ist das? Wie von den... Auf so einer Bretterbahn wollen sie mit einer schweren Eisenbahn drüber. Oh. Die waren echt schon stellenweise im Wilden Westen schon nicht lebensmüde. Oh, da bin ich, oh, ich krieg grad schon richtig Gänsehaut. So, munitionstechnisch können wir noch was aufnehmen hier.
4 Mal für die Pistole. Alles klar, mehr haben wir hier nicht. Schade. Ah. Jabbles. Ist ja nicht gerade Jack Daniels, ne? Der gute alte Tennessee Whiskey. So, munitionstechnisch, schätze mal, das war's. Mehr können wir hier nicht aufnehmen, dann flitzen wir mal wieder zurück. Ja. Und ich hoffe mal, das reicht jetzt für den nächsten Revolver. Au. Das war jetzt so nicht geplant. Entschuldigung, Pferdchen. Entschuldigung, Entschuldigung. So. Wie gesagt, den Revolver, die Long Rifle, die werden wir nicht bekommen. Weil 1000, die werden wir nicht zusammenkriegen. Wir haben jetzt schon die Top-Mission schon gemacht. Und es war schon teuer. So. Nee, jetzt lass mich da rein. Sehr schneller. So. Gut. Zack, wir müssen noch. Ja, munitionstechnisch sind wir jetzt voll. Das bleibt ja alles gleich. Wie gesagt, die würde ich noch gerne nehmen. Aber 1088. Ja. Werden wir uns aber beim nächsten Mal dann holen. Beziehungsweise mal abwarten. Was wir hier noch alles bekommen an Kohle. So, aber nichtsdestotrotz, ich würde jetzt sagen, na komm, wir nehmen noch eine Mission nochmal mit. So, okay. Nehmen wir die jetzt auch noch mit. Wir werden die beiden Nebenmissionen jetzt auch schnell machen. Was wir haben, das haben wir. Und wir müssen auch irgendwie sehen, dass wir immer noch mal Thomas noch mal einkleiden. Dass der dann auch akkurat Schaden macht. Und das wären dann insgesamt, ich sag mal, grob über den Daumen geschmissen gute 3000 Dollar, die wir jetzt noch sammeln müssen. Für alles. Damit eben beide Charakter gut ausgestattet sind. So, ab in die Richtung. Ja, mein kleines... Du schießt mich an. So. 14 Dollar, nochmal 14 Dollar, 11 Dollar. Ah. Noch ein Geheimnis. Yes. Wieder ein paar Dollar mehr. Das war jetzt mal sowas einfach nur der Rumlag. Bin mal echt gespannt, was der andere Winchester sagt zu allem. Ich gebe ja die Hoffnung auf, dass wir irgendwann mal so eine gute auch mal irgendwo finden. Hast du den Aushang gesehen? Ich suche ein paar gute Schützen. Ein Typ namens Snipes hat es auf mein Land abgesehen. Einer seiner Leute sollte mich einschüchtern und ich hatte keine andere Wahl, als ihn zu töten. Jetzt hat er noch mehr Männer geschickt und alleine werde ich nicht mit ihnen fertig. Du bekommst 100 Dollar für deine Hilfe. Mehr habe ich nicht. Pass auf. Ja, kein Problem. Geh mal hin. Geh auf den Balkon und warte dort auf mein Zeichen. Was steht die Tennessee Whiskey rum, ne? Kann man nicht... Ah, Munition. Freeman! Bist du noch da?
Willst du sterben? Ich will dich tot in einem Holzsarg sehen. Ja, mach es so. Zack, die beiden liegen auch. Oh. Ja, ist einfacher als gedacht, ne? Unseren Waffen und Revolver irgendwo. So, wo ist denn der nächste? Kommt da noch einer an, ne? Boah, wir wollen uns aber alle mit der Pampe runterkommen. So. Ich glaube, das dürfte schon fast gewesen sein. Nee. Duell. Das war wieder klar. Aber du kannst dir dein Land trotzdem abschminken. Es sei denn, du willst deine süße Tochter nie mehr wiedersehen. Du hast richtig gehört. Wir haben deine Tochter, Rebecca. Die ist echt schnucklig. Aber nicht mehr, wenn wir mit ihr fertig sind. Du hast also eine Stunde, dich zu entscheiden. Kapiert? Nicht Rebecca. Oh mein Gott. Dann werden wir Rebecca jetzt einfach mal da rausholen, würde ich sagen. So, ein bisschen Geld. Ein bisschen Munition. So, würde ich sagen, wir sind ja auch... Ja, munitionstechnisch sind wir jetzt wieder voll. So. Ich habe sie vor 2 Tagen zu meiner Schwester nach Kansas geschickt. Diese Schweine müssen sie abgefangen haben. Ich bin erledigt. Ich habe dir alles gegeben, was ich habe. Ich bitte dich, lass diese Mörder nicht entkommen. Beschütze mein Haus und meine Familie. Yep, das kriegen wir hin. Sind ja keine Unmenschen. Ich gucke gerade nur mal kurz nach waffentechnisch, ob da noch was rumliegt, das war... brauchen könnten, aber Rostis Gewehr und Co. ist jetzt nichts, wo ich sage, jo, ein Gewehr. Zack, wir haben jetzt ein Gewehr. Kein rostiges mehr. Schon mal ein normales. Wo ist denn unser Pony? Wo ist unser Pony? Nein, ja, komm, Alter, nehmen wir deinen Pony mal kurz. Box mir mal aus, da hole ich deine Tochter. So. Und Pony, Fersengeld. Schwing die Spuren. Ah, wie so eine halbe Festung, wo wir euch wieder einmarschieren dürfen. Ach ja. Der Sausack. So, den haben wir. Haben wir oder haben wir nicht? Hier mal von ja aus. Aber sauber erwischt.
So. Nochmal 7 Dollar. Wisst ihr, wie viel Geld hier auch immer rumliegt, ne? Tue, was ihr sagt, aber tut mir nichts. Du hast ja keine Ahnung, was du tust. Mein Name ist Snipes. Ich habe mehr als 100 Männer unter meinem Befehl. Gleich nicht mehr. Da würde ich mal sagen, wir wollen dir mal zeigen, wer hier der Chef im Ring ist. Bam! Auf Anhieb, Leute. Ah, ich bin stolz langsam auf mich. So, Auftrag erfüllt. Das ist ein normales Gewehr, das brauchen wir jetzt nicht so. Wir haben auch hier ganz schön wieder rumgeballert, ne? Egal, komm. Wir haben es ja jetzt erfüllt und jetzt geht es eben wieder zurück. Hey, wir nehmen mal das Pony. Aufsitzen und ab zurück. Den Auftrag haben wir ja erfüllt. Da müssen wir mal gucken. Gleich, wir haben jetzt hier glaube ich nur noch einen, ne? Und sehen, was der so bringt. Wie gesagt, Kohle ist Kohle. Vielleicht kriegen wir noch das bessere Gewehr hin. Das wäre cool. Aber ich glaube mal 1000 Dollar werden wir hier nicht mehr zusammenkriegen. Das wird dezent unrealistisch. Dass wir jetzt hier noch die 1000 Dollar zusammenkratzen. Also durch die wilde Prärie zu reiten, das ist schon was Cooles irgendwie. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, in der Zeit gelebt zu haben, aber... Jo, muss ja nicht. Gib dir mal ein paar Mark 50 für deine Befreiung. Hm, okay. Das war auch Bereich eher irgendwas, ich weiß auch nicht, wo man denen so immer helfen müssen. Bis sie können, dass sie sich da hier so rumballern. Aber man hilft ja eben, wo man kann. So. Eine Mission dürfen wir noch haben. Da werden wir jetzt auch mal direkt rangehen. Warum ist Thomas so weit? So weit da hinten und hier ist der Waffenlander, egal. Wir machen einmal die Nebenmissionen schnell. Wer weiß, was die uns später noch bringen. Da, 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 da. So, was haben wir jetzt hier noch? Wir haben die Eisenbahn vor. So, Checkpoint gespeichert. Ja. Komm, Pony. Das geht wieder weiter. Bis mal ab in die Richtung. Schade, dass man nicht direkt fahren direkt alles annehmen kann hier. Dass man direkt von Punkt zu Punkt abarbeitet. Und aber es wäre ja dann zu einfach. Man macht jetzt hier Steckbrief für Steckbrief. Sollte das halt so mehr oder weniger Hinterhalt jetzt hier sein, oder? Oh, normale Shotgun.
So, stellen wir mal alle nachgucken, die wir hier rumgenatzt haben. Weil wir brauchen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So. Ja, genau, fertig. Ist das auch. So geht das nicht, ne? Einfach friedliebende Leute hier lang reiten, einfach so anzugreifen. So, wie weit haben wir es denn noch? Oh, schon eine kleine Weile. So eine halbe Wohnbase. So, dann macht man das eben mal so. Chaps. Halbe Base hier wieder mal leer wollen. So, zack, der ist auch weg. Hier rausrennen, Alter. Irgendwer schießt auf mich. Ich habe noch keine Ahnung wo. Da gleich geht da eine Ladung Dynamit hier rein. So, okay, da haben wir den auch weg. Schwuppdiwupp. Und muss jetzt hoch. Nö. Nee, hier hoch musst du nicht. Hier haben wir nur Vulcano. Alter. Das ist nur Vulcano. So sehr ist es auch nicht, ne? Naja, wir bleiben dabei. Die Vulcano an sich, das ist so eine coole Waffe, aber... Egal. Dafür sind wir ja nicht hier. Wir sind ja jetzt hier gerade zum... Ach du. Zeig doch mal, was du drauf hast, Amigo. Alter, ich zeig dir, was ich drauf hab. So, na komm. Tschüss. Ja, wie als wenn ich so halb gleich geübt hätte.
6 Schuss auf, nochmal aufgenommen. Ja, alles klar. Das Kopfgeld hätten wir auch. Und damit geht's jetzt wieder zurück. Triff dich mit Mendoza. Alles klar. Ich weiß es nicht, wie viel Geld wir haben, aber wir werden definitiv zu wenig haben. So, wo geht's denn jetzt hier raus? Na, Ponyhü. Was hast du? Wo geht's hier raus? In diese Richtung? Oh, ich habe gar keine Ahnung, wo wir hier raus müssen. Was war das denn? Okay, ich hab's Ponyhü. Ich einen Abhang herunter. So. Okay. Memo an mich. Mit dem Ponyhü nicht so unbedingt die Klippen herunterspringen. Das vernehmen wir auch. Dieses Pony. So, jetzt müssen wir uns mit Mendoza treffen. So, in diese Richtung. Wir haben ja soweit jetzt alle Nebenmissionen wieder gemacht. Weil Money is Money, ne? Ist auch immer was, finde ich mir das relativ was Feines, so zwischen den Missionen mal eben mal reinzuschauen. So, was müssen wir eigentlich zum Thomas, ne? Weil Waffenladen brauchen wir jetzt glaube ich. Wir haben zwar viele ausgeschaltet, aber wir haben kaum Geld eigentlich. Schon wieder. Er schießt da auf mich. Genau. Zack. Zu ihren Diensten. Dann haben wir den auch. Was wir so auf dem Weg so eben so alles noch umnatzen. Das ist echt schon eine wahre Wunde eigentlich. So, dann rennen wir jetzt erstmal durch. Das Pony hat aber einen Galopp drauf. Sich der Hut gerade die ganze Zeit. Ja, der ändert sich. Der Hut sind Wegpunkte, diese Reise. Und nicht da, wo Thomas ist. Ja, dann machen wir mal Schweinsgalopp hier. Man, das fährt so komische Geräusche. Das wird ja total albern an. Man kann halt nicht immer gewinnen. Alles klar? Mach dir keine Sorgen um mich. So. Alles klar. Dann würde ich sagen, für diese Folge haben wir es wieder. Und ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage mal bis zur nächsten Folge. Tschüss.